I see that all the orb pieces you need. I know I have no right to ask anything of you, but if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vire's tonic before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save me. Please, my fate is in your hands. Ich wollte gerade anfangen zu reden und dann quatscht Schreigripp einfach rein! Komm zurück zur Nische, kein Freinacht! Hakriba möchte gerne, dass wir ihm sein Tudikum herstellen. Sorry, Labor ist geschlossen. I see that all the orb pieces you need. Da muss er wohl hier bleiben, ne? Ich bleibe unter Alexander. Setz das Orb zusammen. Wie viel? Hauptsache, ich habe über 80, fast 90 Zunderbüchsen. Aber auf die 100 will ich nicht mehr kommen. Chicken, du sollst sie auch benutzen und nicht nur sammeln. Ja, ich weiß. So, Alexander. Ich hoffe, du bist bereit. Mr. Shadow ist wahrscheinlich auch schon bereit. Ach du Scheiße! Jesus! Ey. Redemption, how you would face the orb's shadow and save our work and me. I will grant you another chance to redeem yourself. You can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Ich soll hier in der Zelle bleiben und auf den Schatten warten. Okay. Dann speichern wir mal hier und warten auf Mr. Shadowline. Denn das ist auch ein Ende. Ein vorzeitiges, alternatives Ende. Hier in der Zelle so lange zu warten, bis Mr. Shadow auftaucht. Ah. Wie lange das wohl sein wird? Wie lange wir wohl warten müssen? Noch keine Ahnung. 10, 15 Minuten. Ist ein super Beginn für die Aufnahmesession. Yay! Ihr habt euch bestimmt jetzt actionreich gefreut, dass Dinge passieren. Ich habe immer noch den gleichen. Schön, dass ich einen glasklaren Geisteszustand habe, nachdem Kiese mich weggebasht hat. Warum war der überhaupt zu dritt? Es war übrigens geskriptet, dass man dort stirbt. Na, was machen wir jetzt hier 10 Minuten? Ich
Ich habe gestern Raffi noch gefragt. Ach, Raffi, ich brauche dringend ein paar Themen, über die ich sprechen kann. Ich muss 10 Minuten warten. War das das Geräusch des Wassermonsters? Da meint er so: Ja, red doch über Doom 3! Lol, 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 lol! Ah, da muss ich mal so eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar, als ich mit dem Amnesia LP angefangen habe und Raffi die erste Folge gesehen hat, kam er, wie es ihm halt meistens so scherzhaft in den Sinn kommt: Ey, Chicken, warum machen wir nicht ein Doom 3 together? Das ist jetzt ein Zeichen, dass der Schatten dem das gefällt oder nicht mit dem Doom 3 together? Natürlich hat er das nur aus Scherz gesagt, aber Schick nimmt ihn ja gerne immer ernst. Wie sie es meistens so tut, wenn er scherzhaft Dinge von sich gibt. Und Schick meint dann erstmal so: Ach, Rappi, lass mich doch erstmal mit Amnesia antiklimatisieren. Weil ich nicht wirklich darüber sprechen wollte. Weil Doom 3 ist ja ein Horrorspiel. Ja. Hat er erstmal Ruhe gegeben. Erstmal. Einen Tag später. Rappi kam dann zu mir: ich hab die Nacht darüber mal nachgedacht. Also eigentlich hast du ja gar nicht abgelehnt meinen Vorschlag wegen einem Doom 3 together. Und jetzt ist er die ganze Zeit nur noch davon am Reden. Wie wär's mit Doom 3? Wie wär's mit Doom 3? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wer weiß das schon. Aber eigentlich können wir wirklich mal wieder ein Together machen. Nur nicht nach Amnesia. Danach habe ich erstmal was anderes geplant. Plus Rappi und ich sind ja momentan privat mit Grim Dawn beschäftigt. Die ganzen Hardcore-Errungenschaften. Ja. Er hat ja jetzt schon all seine Errungenschaften. Ich hänge noch hinterher. Mit dem ganzen Hardcore-Stuff. Aber es ist nett, dass Rappi trotzdem immer noch weiter spielt mit mir, obwohl er seine letzte Errungenschaft erhalten hat. Seine letzte Errungenschaft war, dass wir im ultimativen Schwierigkeitsgrad für Dings, Kümmerns Auserwählte, jemanden töten müssen. Das war die letzte, die ihm noch gefehlt hat. Hätte er ja eigentlich theoretisch sagen können, als wir das geschafft haben. Ja, Chicken, jetzt habe ich ja meine letzte Errungenschaft bekommen, ne? Also, kannst mich mal. Tschüss. Ich muss jetzt alleine weiter im Hardcore spielen. Oh, das wäre fies. Shadow, du brauchst nicht ausrasten. Rappi hat mit mir weitergespielt, keine Sorge. Wir sind mittlerweile beim Ashes of Malmoth DLC. Im ultimativen Hardcore-Modus. Aber auch nur, weil Rappi keine Lust hatte, im epischen Schwierigkeitsgrad Malmoth und Forgotten Gods zu machen, haben wir übersprungen. Seine Begründung war: Ja, wir bekommen ja eigentlich auf dem ultimativen Schwierigkeitsgrad mehr Erfahrung. Also können wir auch da bis Level 100 hoch uns boxen. Wird's gerade immer enger. Sinken eigentlich? Ja. Mein Geisteszustand senkt sich allmählich. Ich hätte auf die Uhr gucken sollen, wie lange. Naja. Fünf Minuten sitze ich bestimmt hier schon drin. Aber es will doch die restlichen 5 Minuten aussagen.
Kiesel, hast du irgendwelche Vorschläge, wo man noch reden könnte? Wow! Meine Wunde blutet ziemlich stark! Eigentlich wird das ja wieder resettet, was ich einnehme. Ich darf nicht durch die Umgebung sterben. Chicken, hast du dir eigentlich schon mal Gedanken gemacht, auch die anderen Amnesia-Teile zu spielen? Es macht so Spaß, dich durch die Gegend zu jagen! Es war klar, dass du das spaßig findest. Es war definitiv klar. Ah. Naja. Theoretisch ist ja das Amnesia Justine DLC kostenlos bei Amnesia The Dark Descent mit dabei. Und rein theoretisch besitze ich auch Amnesia Machine for Pigs. Also könnten rein theoretisch mehr Amnesia LPs geben. Rein theoretisch. Wieso betonst du das, Jo? Naja, die Sache ist die. Ich bin ein bisschen abgeschreckt von Amnesia Justine. Mit dem einfachen Grund, wenn man da einmal stirbt, muss man alles nochmal von vorne machen. Scheinst du direkt unter mir. Das DLC ist zwar nicht lang, aber die braucht nun mal 50 Millionen Jahre mehr als andere. Lass mich raten. Punkt, Punkt, Punkt. Ja. Punkt, Punkt, Punkt. Er kommt immer näher und näher. Ja, und war ja auch doof in Chicken. Besonders, ich bin ja hier auch schon zweimal gestorben. Das eine jetzt vorhin, das war geskriptet, das zählt ja nicht. Da muss man zwangsläufig sterben, damit man hier drin landet. Wäre ja auch doof, wenn ich dann immer wieder alles von vorne machen müsste. Vor allem frustrierend. Und wie gesagt, na gut, ich habe es eigentlich noch gar nicht erwähnt, aber man kann nicht speichern im Justine DLC. Was eigentlich auch drauf ein Hinweis sein kann. Ich habe gesagt, wenn man stirbt, dass man von vorne anfängt. Das könnte ja eigentlich schon einem implizieren, dass man nicht speichern kann. Andererseits wiederum gibt es Spiele, wo man Hardcore-Modus hat, wo man speichert seine Charaktere. Ja, zum Beispiel Condorn. Wo Rappi und ich uns ein bisschen cheaterhaft durchbewegen, weil wir nach gewissen Abschnitten immer ein Backup von unseren Charakteren anfertigen. Ja, habe ich auch mit Batman Arkham Origins Hardcore-Modus gemacht. Immer wieder Kopies anfertigen. Bin doch nicht bescheuert. Stellt ihr mal vor, ihr seid beim letzten Boss. Und dann sterbt ihr und musst alles nochmal von vorne machen. Also der letzte Boss im letzten Schwierigkeitsgrad, im höchsten. Das wäre auch nicht schön. Please, let me go.
Thank you, my friend. Your sacrifice won't be forgotten. You will be celebrated forever. Ja, und da hat der Schatten mich getötet. Hat ihm nicht so ganz gefallen, dass ich 10 Minuten... Sieht ein bisschen länger aus als 10 Minuten, wenn ich auf meine Uhr gucke. So 10 bis 15 Minuten grob um Daumen geschätzt, einfach in der Zelle saß, nichts gemacht habe. Aber hey, das ist ja in Anführungszeichen ein geheimes Ende und ich wollte ja alle Endings zeigen. Heißt das, wir gucken uns dann jetzt viermal die Credits an? Die sind, glaube ich, nicht so lang. Die sind 2 Minuten oder so. Und ja, keine Sorge, wir werden gleich weiterspielen und aus der Zelle fliehen. Das Spiel ist nicht vorbei. Noch nicht. Mann in Leichenhalle? Die tote Person, die auf dem Tisch lag? Hat er uns ein Flashback gegeben mit Stimme her, oder? Ach, keine Ahnung. Es war übrigens wichtig, dass wir hier einen Safe setzen. Keine Ahnung, wo wir sonst hätten anfangen müssen. Ich glaube, wo ich das letzte Mal gespeichert habe, bei Agrippa. Aber ist ja nicht so lang her. Die Zelltür ist abgeschlossen. Finde einen anderen Weg. Ja, wenn ich mich doch nur hier durchquetschen könnte. Ups. Ups. Chicken hat kaputt gemacht. Eine Eisenstange von der von den Zellenstäben. Kann ich damit das Schloss knacken? Kann hier für mich verwendet werden.